Mario, let's move for beta, okay? Zu Besuch bei den Ransbergers im niederbayerischen Mamming. Oma, Opa und Enkel kochen Kartoffelbeizerl, eine Spezialität aus der Gegend. Das ist deine Lieblingsspeise, Edward. Das ist wie ein Beinsalz. Da kann der Papst auch kommen zu essen. Ja. Wie die meisten Bauern hier sind die Ransbergers mit der gelben Knolle aufgewachsen. Schon ihre Eltern kannten ihre heilende Kraft, zum Beispiel bei Erfrierungen. Da weiß ich von meiner Mutter, da war das Hausmittel einfach. Die hat, da hat man rohe Kartoffeln geschnitten und dann in Schnee rausgelegt, bis gefroren waren. Und die hat man dann um die Froststelle dann am Fuß gelegt und mit einem Handtuch oder irgendwas eingebunden, bis die Kartoffel wieder roh war, richtig auftaut war. Und das hat dann den Frost vom Fuß herausgezogen. Die Kartoffel. Seit Hunderten von Jahren Begleiter des Menschen. Ein fränkischer Bauer pflanzte sie als erster in Deutschland an. Das perfekte Lebensmittel. Reich an Vitaminen, Eiweiß und Ballaststoffen. Ganze Generationen ernährte sie. So, Herr Schaffner, jetzt gibt's wieder unser Kartoffelextrakt. Jetzt erfährt die Kartoffel ein ungewöhnliches Comeback. In der Therma 1 im niederbayerischen Bad Füssing steht Deutschlands einzige Kartoffelsauna. Ein Brei aus gestampften Kartoffeln, Salz, Mandelöl und Thermalwasser wird auf die Haut aufgetragen. Kartoffelbrei ist ja bei uns eigentlich ein längst in Vergessenheit geratenes altes Hausmittel. Früher hat man es auch gegen Rheuma verwendet. Es wirkt antiseptisch, feuchtigkeitsspendend, zellerneuernd. Tatsächlich dringen Mineralstoffe und Vitamine während des Schwitzens über die Haut ein. Schwere Krankheiten und starke Schmerzen können mit Kartoffelbrei sicher nicht behoben werden. Trotzdem ist er eine gesunde Schönheitspflege. Also ich finde, es ist fast wie ein Peeling irgendwie. Also ich bin mir sicher, wenn man es dann runterwascht, ist die Haut dann voll weich und voll angenehm. Auf das freue ich mich schon. Schon unsere Großeltern wussten, dass Kartoffelwickel bei Ohren- und Halsschmerzen helfen, Kartoffelsaft bei Magengeschwüren und Stirnhöhlenvereiterung und dass rohe Kartoffelscheiben bei Erfrierungen die Schmerzen lindern. Ein wahres Wundermittel bei innerlicher wie äußerlicher Anwendung. Die Kartoffel kann für äußerliche Anwendungen gut verwendet werden, insbesondere weil die Haut ja nicht eine Barriere ist gegen schädliche Stoffe von außen, sondern durchaus aufnahmefähig ist für gute Substanzen. Auch sonst hat man sich in der Bad Füssinger Therma 1 ganz der guten alten Zeit verschrieben. Der Saunabereich ist ein Original Rottaler Vierseithof, der hier wieder neu aufgebaut wurde. Entspannung auf Bayerisch. Mit Schmiede, Stall, Ziehbrunnen und einer Bauernstube zum Ausruhen. Bekannt ist Bad Füssing aber auch für die Kraft seines Heilwassers. Es enthält Schwefel, Salz und Fluorid. Mit 60 Grad kommt es aus den Tiefen der niederbayerischen Erde. Auf erträgliche Temperaturen abgekühlt, hilft es unter anderem bei rheumatischen Beschwerden, Durchblutungsstörungen, aber auch bei Frauenleiden. Zurück im Saunabereich. Am Eingang zur Kartoffelsauna steht ein alter Ofen. Biologische Kartoffeln sind sehr gesund. Der von früh nur einen Nachschlag haben. Danke. Bitte. So können die Gäste nach dem Saunabesuch das Wundermittel nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich anwenden. Und auch nebenan im Restaurant gibt's, was sonst, Kartoffelgerichte.